Je n'ai à rapport des fleurs, ma bonne tuta. Das war Russisch und Französisch zugleich. Wirklich? Nein, das war eigentlich nur Quatsch. Aber trotzdem herzlich willkommen. Hier ist Sebastian. Willkommen zurück zu unserem Let's Play Together. Fantastischen 235 Kilo in der linken Ecke, Sebu! Und 287 Kilo rechts neben mir, Bernhard. Ja, aber allein in der Hose. Oh Mann, bloß weil es wieder nach 22 Uhr ist, ne? Vor allem, wir laden das bestimmt hoch, so zu einer richtig schönen Schulzeit, so 14 Uhr. Ja. Aber, auch wenn ihr jetzt wieder Bernhards Kommentare gehört habt, es ist okay, er hat sie nach 22 Uhr aufgenommen. Ja, richtig. Aufnahme ist zählt. Aufnahme ist zählt. Da hast Aufnahme ist zählt. Da hast du völlig irgendwas vor, was ich hier vergessen hatte. So, wir wollten die Steuerfahndung angucken. Ah, wir wollten nach oben gehen, genau, richtig. Es ist gut, dass wenigstens einer von uns dran denkt, nicht? Oh, wenigstens einer von uns dran denkt. Wir hätten sonst jetzt wieder die alten Folgen angucken müssen. Was wir ja häufig gerne machen, weil es ist ja... So lange, von einer Folge zur nächsten. Ja, und das ist aber ich gucke wirklich ganz gerne meine alten Let's Plays, muss ich sagen. Es läuft nebenbei wirklich manchmal wirklich das, was ich auch selber aufgenommen habe. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man seine alten Let's Plays gerne guckt, weil wie soll man erwarten von Leuten, dass die ihre deine Videos gerne gucken, wenn du selber nicht gerne guckst? Ich habe auch zum Beispiel nach dem Let's Play nochmal geguckt. Ist das ein W390B-Sinn-Report? Ja, habe ich nochmal geguckt. Nein, war sehr gut. Nein, es ist wieder ein 561-AB-unangenehme-Dinge-Bericht. Aha. Okay. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Geht doch gut, dass wir den Fred Nehmann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band, was gibt's? Seid ihr Brüder? Seid ihr Brüder? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Wer ist denn euer Schneider? Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Und was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Sieht mich was auch. Habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn Nehmann sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten. Ich schaue mich nur um. Bleib sauber, Junge. Retten wir mal Dr. Ist das ein W390B? Weißt du schon wie? Ich gehe durch den Schornstein nach oben, durch das Fenster ins Zimmer und rette Dr. Fred. Einmal mit Profis arbeiten. Die Profis sind zurück. Ja, ich gehe ja gerne durch den Schornstein nach unten eigentlich, weil das einfach viel schneller geht. Und auch weihnachtlicher. Ja, ja. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie Santa. Ja, 235 Kilo habe ich gesagt. Klick mal ganz kurz auf den Schornstein. Ich klick für dich. Damit Leute nicht sagen, dass du ganz alleine hier gespielt hättest, sondern auch le moi. Achso, ich darf die Hand wieder von der Maus nehmen. Ja, hier, das war das, was Bernhard getan hat, während ich meinen Drink beendet habe. Ja, mehr habe ich überhaupt nicht geleistet. Oh, da ist unser Seil. Ja, voila. Er sieht auch ein bisschen aus wie eine Mumie, ne? Ja. Lieber nicht, mein Pfadfinderleiter hat mich davor gewarnt. Das ist noch einfach. Wir können die Mumie darauf legen, ganz bestimmt. Die ihn dann austauschen mit Dr. Fred. Ah, warte mal, es ist rot. Ja. Und vielleicht kann Dr. Fred dann diese Sache unterschreiben, weil wir den... Also vielleicht, ne? Ja. Wer weiß. Vielleicht hat Dr. Fred eigentlich die Kombination vergessen gehabt und sich nur im Schlaf dran erinnert? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, weißt du? Stimmt, das könnte auch... Aber nee, wir haben die Briefmarke draufgeklebt. Ja, aber es kann ja sein, dass er sozusagen schon so Geld im Safe hätte. Nee, der Safe war ja leer, wir haben ihn ja geöffnet. Naja, aber es war der Vertrag drin. Ja, aber warum hätten wir dann die Briefmarke vom Pony Express draufkleben können? Ja. Und sonst so, Sebu? Wie und sonst so. Wie ist das Wetter so? Das Wetter ist toll. Hier scheint die Sonne. Ist aber nicht so toll, wie es sein könnte, finde ich, ganz ehrlich. Ja, gerade scheint zum Beispiel nicht die Sonne, was um 10 vor 11 auch nicht verwunderlich ist. 6. 6 vor 11. Jetzt bin ich gespannt, ob wir ihn anmalen können. Ich hoffe, er wird nicht rot in der Zukunft. Müsste eigentlich. Nein, ich mag es, wie es ist. Okay, vielleicht müssen wir es erst... das Seil erstmal. Ja. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Vielleicht haben wir auch falsche Idee gehabt. Genau. So, super, dann ab zum Flaschenzug, ne? Top Knoten.
Ich denke mal, es ist ein Palsteg. Ich glaube nicht. Es wird sicherlich ein Palsteg gewesen sein. Ich wette, er zieht sich zu. Und wenn er sich nicht zuzieht, habe ich gewonnen, richtig? Mhm. Bin gespannt. Ziehen! Zieh. Gibt's hier Ziehe Seil? Und? Man sieht's nicht. Doch. Nee. Ich hab gewonnen. Nee. Doch. Du kannst aber der brüchigen... Och, Bernhard. Du kannst aber der brüchigen Linie keinen Knoten machen, der sich zuzieht. Musst du ganz behutsam machen, so wie Bernhard gerade. Ganz behutsam. Ganz jede behutsam. Kleinste Erschütterung kann weißt die Linie in Asche verwandeln. Ja, weißt du, das sah genauso aus, als hätte er sich richtig Gedanken darüber gemacht, wie man so eine Mumie behutsam aufs Dach zieht. Ist fast so, wenn jemand sich Gedanken macht, wie man behutsam Versuchsstand auseinander nimmt. Sind wir immer noch dabei, ja? Vertausch die doch mal, vielleicht sagt er noch einen schönen Kommentar dazu. Danke. Ja. Ja, benutze mit. Ne? Oh. Ja. Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Versuch einfach leise zu sein, okay? Jetzt brauchen wir... Ach, natürlich. Es bildet sich alles, es fügt sich alles zu einem ganz wir klaren... Wir brauchen den koffeinierten Kaffee. Ja, und wie kriegen wir den rein? Keine Zeit für Witze, ich muss ihn hier rausholen. Ach so. Ja, vielleicht Seil wieder. Ja, benutze Dr. Fred mit... Besser Fett. Nicht. Ich wollte ja benutze Dr. Fred mit Seil machen. Oh Mann. Hoffentlich ist das kein sich zuziehender Knoten. Ein Webelein-Steak, würde ich mal behaupten. Das kann ich nicht machen. Einfach ziehen. Ich denke mal, du musst einfach wieder runter und ziehen. Das war nichts. Einfach nur ziehen. Du ziehst ihn aus dem Fenster raus, ganz sicher. Ja, aber ich habe jetzt Ziehe gemacht. Von hier aus ja, aber du musst aus dem Boden runtergehen und wieder ziehen, weißt du? Ach so. Ne, verstehst du, was ich sage, ne? Wenn ich hier ziehe? Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Vor allem, wie er es ausholt. Nö. Gosh. Oh, der arme Dr. Fred, ey. Ah. Den Fehler mache ich nicht noch einmal und dann macht er ihn. Uff. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred. Ein richtiger Kaffee-Junkie. Besser ins Labor. Ich habe voll Bock auf einen Kaffee. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Da hilft nur eins. Ja, klar. Hüpf. Verdammt guter Kaffee. Warte, wie? Als wäre nichts gewesen? Ja. Jetzt lass mal den Vertrag hierher schicken. Ja. Ja, wir können ihm ja mal den Plan unterbreiten. Ja. Gib Vertrag an oder so. Besser nicht. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Ja, dann lesen Sie halt. Gut, ja. Dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Nein. Alter. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Ja, dann probier das nächste einfach. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Natürlich. Deswegen denke ich doch schon die ganze Zeit darüber nach. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Dann der nächste. Das gibt manchmal in diesen alten Spielen so Dialoge, die man richtig durchklicken Würden muss. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich finde doch gut, wie der Name ein bisschen rot ist. Ja. Unterschreiben Sie oder ich werde echt verrückt. Unterschreiben Sie oder ich werde echt verrückt. Was für eine Drohung. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund?
Alter! Und was alles Letzte? Das war, lassen Sie, ich kümmere mich selber drum. Wir können auch noch den... Das war die Verabschiedungsfloskel. Bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Vergiss es, ich werde mich selbst um das... um Purpur kümmern. Vergiss es, ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ha, siehste? Haha. Probier einfach irgendwas durch. Hey, ich glaube, ich kann nicht. Bist du in einem Verein? Ich glaube, ich kann nicht. Hey, bist du in einem Verein? Guter Gott, nein! Diese Dinger sind grausame, geldsaugende Todesfallen. Da ist ein Lieferant oben mit einem Karton voll einfachen 8-Spurstücken für Sie. Er sagt, Sie müssen sie bezahlen. Ach, nicht schon wieder. Solange Sie nicht diese Rücktrittserklärung unterschreiben. Alter! Epic! Alter! Danke! Das war knapp. Nun, viel Glück! Die Abschiedsfloskel, ja? Die Abschiedsfloskel, ja? Ey, ja, Mann, diese Spiele, ey, die sind so verfuchst. Ja. Ey, so ausgefuchst, da musst du halt wirklich alles durchprobieren, bevor du überhaupt... Also, weißt du, kombiniere Besen mit Hammer. Muss alles kombinieren, sonst geht alles... Ey... Hallo, sagen wir den Pony Express in die Gegenwart. Ey, ich sehe das Ende auf uns zukommen, Sebu. Ja, ja. Also ich würde sagen, 1-2 Folgen noch. Ah, das kann man immer schwer sagen, aber Maschinarium auch versucht immer irgendwie zu denken, wie lange wir noch brauchen, hat es immer ewig gedauert noch. Ja. Aber ich glaube, Dr. Fred ist reich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Ich glaube, er ist reich. Ja, was gibt's? Hallo? Ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger. Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Alter. Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. Na dann, wir haben auch einen Notfall. Schnell die 2 Millionen Dollar ausgeben für den Diamanten, ne? Ja. Und zwar oben in dem Raum von dem Typen, ja, der immer schläft. Alter, wie episch sich alles fühlt. Es fügt sich alles. Wie geil, ey. Weißt du, die Leute, die dieses Spiel geschrieben haben, allein die diese Dialoge und die Story geschrieben haben. Das war es hier ja, der erste war das. Es ist so ultra geil. Ja, und vor allem, was sie sich für Gedanken gemacht haben müssen, das alles zusammenzuführen. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Ich rede mal mit Wanda. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit. Sofort ist er da, Service. Danke für Ihren Anruf. Sofort ja, ist er da, Service. Ist das Loch da unten. Ja. Und vor allem das Paket steht da einfach. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Ja, steht da einfach so rum, während der Einbrecher vorne noch. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Können wir jetzt meine Freunde zurückholen? Wir haben das Hauptgerät repariert. Aber bevor wir etwas machen können, müssen beide Zeitkapseln fertig sein. Okay. Dann können wir die beiden zurückbringen. Hoagie und Laverne. Ja, nette Leute. Dieses Gesicht. Nette Leute. Also, wir können ja auch mal ganz kurz Bestandsaufnahme. Haben wir. Auch. Haben wir alles benutzt? Es geht wirklich nur noch um die Zukunft. Da müssen wir den Typen irgendwie weglocken. Und am besten irgendwie einen Tag früher zurückgeschickt werden, bevor Purpur-Tentakel halt durchdreht, ne?
Wir müssen halt in der Zukunft noch ein bisschen was machen. Mit dem Hamster vor allem. Mit dem Hamster und mit der Katze. Und kannst du das Hamster, den Hamster durch den Fenster irgendwie? Ich weiß, also ich habe keine Ahnung. Einfach mal probieren. Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz, um eine Panik zu verursachen. Nein. Das macht keinen Sinn. Wenn man Kaugummi irgendwo auf dem Boden tut, dass so eine Tentakel da drauf hüpft. Sehr gut. Geh mal ins Dings aber von dem Doktor. Aber die Folge ist schon wieder zu Ende. Oh ja, wir haben auch viel geschafft. Mhm. Ja, ja. Also ich meine, sind jetzt 2 von 3 also, ne, ja. Zeitzonen repariert. Ja. Was machen wir denn da, Sio? Folge zu Ende, ne? Folge zu Ende. Nächstes Mal reparieren wir die Zukunft. Ist jetzt dein Versprechen, oder was? Na, hoffe ich doch. Ja, hoffe ich doch. Alter. Selber, Alter. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.